Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, habe ich keine Brille auf, denn ich habe das ja euch in meinem ersten Video gesagt, dass ich jetzt dieses Innenohrgerät jetzt trage und ich liebe es. Ja. Heute, wenn ich schon so schwärme, habe ich euch ein Favoritenvideo zu zeigen. Es ist zwar nicht viel, aber ein paar Sachen habe ich jetzt einfach mal rausgegriffen, was ich mal benutzt habe oder was ich jetzt auch generell mag. Und zwei Sachen habe ich jetzt leider jetzt nicht so zum Zeigen, weil ich kann das nicht so direkt in die Kamera zeigen. Und zwar favorisiere ich für euch meine Aufbewahrung, und zwar die Aufbewahrung meines Korbgeflechtsschubladensystems. Und ich liebe es einfach, und jetzt habe ich endlich ein bisschen mehr Übersicht, mehr Platz, und es sieht wirklich klasse aus hier in meinem Schminkbereich. Dann natürlich, super Überleitung, ist mein Schminktisch. Ich liebe meinen Schminktisch. Seitdem ich meinen Schminktisch habe, macht mir das wirklich Spaß, daran zu sitzen, sich mal zu schminken. Es ist übrigens auch ein super Vorteil. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Sich hier fertig zu machen, sei es nur Haare technisch, gesichtstechnisch oder pflegetechnisch. Und ja, ich liebe es einfach und ja, einfach nur super. Genau. Dann, wenn wir schon dabei sind, möchte ich gerne eine Marke favorisieren, und zwar dieser Pinsel. Und dieser Pinsel ist stellvertretend für alle anderen Pinsel. Und zwar ist das ein neuer Pinsel von mir. Ich habe den jetzt nicht gezeigt. Und zwar ist das einer von Real Techniques. Das ist die 203. Und das sind, wie gesagt, die Real Techniques Pinsel. Die sehen eigentlich so aus, pink-schwarz oder halt gold und schwarz, ne? Aber ich habe sie in meinem Piper Store entdeckt, in meinem Mini-Piper Store, und habe dann den in Silber gekauft. Den gibt es auch in Gold. Und damit kann man hier schön wunderbar blenden, highlighten, Lidschatten auftupfen, unter den Wimpernkranz ein bisschen versmoken, und das finde ich wirklich super. Und ja, das ist auch einer der Vorteile. Ich kann direkt am Auge euch zeigen, wie ich schminke, oder ne, wie ich dann direkt alleine mich schminke. Finde ich schon supi-dupi, ja. So, dann habe ich einmal stellvertretend für alle dieser Marken Zoeva. Ich habe jetzt den 110er Face Shape, und das ist so ein kleiner Bufferpinsel. Damit buffere ich meinen Concealer zum Beispiel ein. Ich trage damit Creme Highlighter auf, ich trage damit Rouge auf, und finde ich wirklich super. Schon mal nehme ich ein bisschen Foundation und verteile das dann gleichmäßig, weil diese Fläche so ein bisschen das Finish leicht macht. Also so ganz, ganz hauchdünn. Wenn es jetzt so warm wird wie jetzt, ist es wirklich gut. Und wie gesagt, auch andere Pinsel von Zoeva habe ich ganz, ganz gerne. Ich habe jetzt zum Beispiel, Moment, hier auch so Blendepinsel, ne, ist dieser Limited Edition, da war ich ja total ausgeflippt. Dann habe ich noch so ein Mini-Highlighter Pinsel von Zoeva, 238 Lux Precise Shader.
Also wirklich wunderschön, wunderschön. Und ja, ich liebe das. Dann habe ich als nächstes Favorit diese beiden Body Sprays. Den hier hatte ich, glaube ich, als Rossmann noch nicht geschlossen hatte. Da war das noch relativ neu, als das da drinne war. Das ist erstmal das Aqua Kiss und das riecht wirklich mega. Wartet. Ich mach das mal per Hand. Ja. Oh, es riecht wirklich mega frisch, aquatisch und wirklich super. Das ist mit Rain Kisses Freesia und Daisy. Ja. Mega, mega lecker. Victoria's Secret. Ja. Das gibt es jetzt, wie gesagt, in einigen Rossmann-Läden. Ich habe auch gehört, Müller oder im Internet oder in einem Flughafen gibt es auch Victoria's Secret. Und ja, einfach nur super, super schön. Dann habe ich durch die Liebe Make-up is my Passion diesen Duft hier entdeckt, und zwar Coconut Passion. Es gibt aber auch das Gegenstück mit Amber, irgendwas mit Amber. Aber ich habe von Victoria's Secret Coconut Passion gefunden und ich liebe es, weil es ein bisschen nach Kokosnuss riecht, nach ein bisschen Vanille und ja, ich mag es wirklich unheimlich gerne. Ich habe von beiden ein bisschen immer mal gesprüht, aber die werden jetzt erstmal zur Seite gelegt für die anderen Sprays. Ja, einfach nur traumhaft lecker und ich liebe das auch jetzt für diese wunderschöne warme Jahreszeit. Ja. So. Dann habe ich einmal dieses hier zu favorisieren, und zwar ist das ein Pinselwaschpad. Ja. Ich hatte das entdeckt, da war, ich glaube, da war mal Videos darüber zu sehen. Muss mal eben ganz kurz gucken, Moment. Ich habe mir nämlich eine Liste gemacht, da wollte ich jetzt was löschen. Ich hatte jetzt ein, ja, Video darüber gesehen und ich liebe das Ding, weil ich komme damit sehr, sehr schnell zurecht, sehr gut sogar zurecht, weil es macht einfach nur Spaß damit, sich die Pinsel zu reinigen. Das ist jetzt hier eins mit großen Noppen für große Pinsel. Dann haben wir hier so ein, ja, sagen wir mal so ein Schaber, wo man die Pinsel so ein bisschen ausschaben kann, dass das Wasser rausläuft. Und hier ist dann halt für kleine, feine Pinsel. Und das sind dann halt zwei Lücken, wo man halt den Pinsel so ein bisschen abstreicht. Aber die benutze ich nicht, nur halt diese drei verschiedenen Stufen. Und ich liebe das wirklich sehr. Mittlerweile macht mir das so Spaß. Ich sammle halt die Pinsel, die ich waschen möchte, lege dann halt das in meine Kiste rein und dann stelle ich das immer auf mein Korbgeflecht-Schubladensystem und dann erinnere ich mich, dass ich das irgendwann mal benutzen muss, wenn es Zeit ist, und ja, einfach nur super damit, die Pinsel sich zu waschen. Dann habe ich eine Serie. Ich habe jetzt hier oben jetzt diese Spülung davon. Ich habe unten aber Shampoo und Haarmaske. Ich habe auch, glaube ich, die Haarmaske heute nachgekauft. Als Backup. Und zwar sind das diese hier von Garnier. Wahre Schätze. Der wunderbare Nera mit Arganöl und Kameliaöl. Ich liebe diese Serie. Sie machen meine Haare wirklich weich. Sind nicht strohig danach. Sie riechen gut. Ja, die pflegen auch gut. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass dieses Shampoo auch die Haare so ein bisschen zerknüttelt. Ist ja auch immer so eine Sache bei naturkrausen Haaren. Und es riecht wirklich
mega gut, vor allen Dingen Arganöl. Soll auch sehr gut sein für krause Haare. Und ja, ich liebe die Serie von Garnier, würde ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Auf jeden Fall, weil ich es liebe. Ja. Dann habe ich ein Lifestyle und zwar zeichne und male ich gerne. Und zwar habe ich jetzt mal dieses hier. Ich habe auch noch eins, noch, das ist aber glaube ich in meinem Bürofach. Aber das hier ist einer meiner liebsten Themen. Das habe ich mal bei Meiersche gekauft, meine ich, ja. Und Meiersche Buchhandlung. Das heißt Inspiration, Happy Mandala, Farben rein, Stress raus, 50 Mandalas kolorieren. Genau, es gibt auch dort mit anderen Motiven, aber ich habe erstmal dieses hier ausgewählt. Und ja, das zeige ich euch mal eben. Da ist jetzt mein Name drauf, deswegen. Das sind jetzt zum Beispiel die Mandalas, die ich ausgemalt habe. So eine Startseite. Dann geht es hier dann weiter. Dann habe ich dann halt so gezeichnet, wie ich mir das vorstelle. Dies ist hier zum Beispiel verleiht für mich Tiefe. Wenn dieses Schwarz-Grau, wenn man das so länger so sieht, dann meint man, das ist dann halt wie so ein Brunnen, ein Loch. Und dann sieht man dann hier hinten dann diesen Sternmuster darin. Also es ist wie so eine Höhle, würde ich eher tendieren. Dann habe ich hier schon ausgemalt, also so ein paar Startseiten gekritzelt. Wirklich wunderschön. Dann habe ich dann angefangen, die großen Mandalas zu malen. So ungefähr. Das ist auch wunderschön, finde ich, ausgemalt von mir. Vielleicht so ein bisschen Tiefe, Fröhlichkeit, finde ich gut. Dann haben wir sowas hier. Das habe ich ausgemalt. Ja, und dann habe ich zuletzt dieses hier ausgemalt. Und dann geht es dann halt hier schwarz-weiß weiter. Dann kann man dann halt weitermachen. Also es gibt dann hier verschiedene Motive und ich liebe das. Ja, ich finde das wirklich gut. Vielleicht nehme ich das morgen auch mit. Mal gucken, für eine Pause und ja. Genau. Sonst noch irgendein Favorit? Ja, mein Handy, weiß ich jetzt nicht, ob ich das zum Favoriten zählen kann. Aber ich liebe dieses Handy. Aber ist eigentlich nichts Außergewöhnliches, mein Handy. Ja, was kann ich denn noch so spontan favorisieren? Mein Hörgerät zum Beispiel. Ich habe das zwar seit heute Morgen, aber ich favorisiere das schon wahrscheinlich dann die nächsten Favoritenserien hinaus, weil ich liebe das erstmal kosmetisch perfekt. Ja, ich kann endlich mein Gesicht so anfassen, wie ich es will, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, dass meine Brille so kaputt geht. Und ja, vor allen Dingen, ich kann auch endlich Lautstärke regeln. Ich kann ja alles hören und spüren und fühlen und ja, einfach nur ein Träumchen. Ja. Ja, das war's, mein Lieben, mit meinem Favoritenvideo. Es war kurz. Also nur Kleinigkeiten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!